Wie schnell kann ich jeden Cuphead-Boss besiegen? Im heutigen Video werde ich gegen jeden einzelnen Cuphead-Boss kämpfen und schauen, wie lange ich dafür brauche. Das Ganze werden wir währenddessen mit den Speedrun-Weltrekordzeiten vergleichen und schauen, wie gut ich abschneide. Da der heutige Part echt aufwendig war, würde es mich freuen, wenn du den Kanal mit einem Abo unterstützt. Ich zeig auch Gött! Moin Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut und wir starten direkt in den ersten Boss hinein und zwar in das einzig wahre Gemüse Botanic Panic. Let's go! Der Rekord bei diesem Boss liegt aktuell bei, lasst mich nicht lügen, 28 Sekunden und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Omen, wenn wir direkt am Anfang einmal aufs Tablet schauen, wo ich mir die ganzen Weltrekordzeiten aufgeschrieben habe. Wir nutzen die Version 1.0 für das heutige Video, sodass wir den Waffen-Switch-Glitch benutzen können. Das bedeutet, dass wir die Waffe ganz schnell wechseln, einmal mit der Boomerang-Waffe und dem Lupfer, sodass wir dementsprechend mehr Damage machen können. Das geht aber nur bei der Version 1.0 und wir sterben direkt beim ersten Versuch. Nicht schlecht, aber wir haben es fast geschafft in einer sehr guten Zeit. Und wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Aber wir haben 13 Sekunden länger gebraucht als der Rekordhalter. Also ging es nach dem Gemüse schleunigst zu den Fröschen, um zu schauen, wie schnell wir die besiegen können. Man muss aber einmal sagen, dass ich keinen Glitch benutze, außer den Waffenglitch. Und in den meisten Weltrekord-Speedruns werden irgendwelche Glitches benutzt. Wir haben die erste Phase glorreich sehr, sehr schnell geschafft. Der Rekord hier liegt bei 37 Sekunden. Und schaut mal, die Phase haben wir auch noch geglitscht und ich habe jetzt bereits einen Krampf in meiner Hand, I love it, und wir sind ziemlich schnell unterwegs bei diesem Boss. Hier können wir, haben wir keine Möglichkeit, irgendwie die Zeit vorzuspulen. Alright, let's go. Wir bekommen die Tiger-Attack, beziehungsweise, oh shit, hier bin ich immer extrem langsam. Freaking langsam in dieser Phase. Normalerweise müssten wir jetzt da vorne stehen bleiben und so schnell wie möglich den Boss hops nehmen. Shit. Okay, das ist schon sehr, sehr cringe-mäßig, aber man muss auch wirklich sagen, es hat so viel mit Glück zu tun, welche Phase man hier bekommt. No joke. Okay, wir haben es geschafft. Ich denke mal unter einer Minute. Das wäre schon ein cooles Ziel, wenn wir viele Bosse unter einer Minute schaffen. Ah, 1:04. Die Frösche wurden wieder zu Kaulquappen verwandelt und nun wird Zeit für Bubblegum. Sehr interessant wird es auch werden, wenn wir am Ende gegen den Devil oder gegen King Dice spielen, wie ich mich da anstellen werde. By the way, der Rekord für diesen Boss liegt bei unglaublichen 19 Sekunden vom aktuellen Weltrekordhalter. Ob es der... Oh shit, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu nah dran gegangen. Absolute Rekord, das weiß ich nicht, aber 19 Sekunden ist natürlich... Scheibenkleister. Erstmal voll da reinglitschen. Ist natürlich schon eine Hausnummer, tatsächlich. Oh shit, komm. What a wank. Yes! Oh mein Gott, das war... Alter. Also unter 30 Sekunden müsste das eigentlich gewesen sein. Also wie genau man 19 Sekunden hier schafft, ist eine gute Frage. Okay, 31 Sekunden, 12 Sekunden länger. Nach dem Blaubeeren-Bubblegum kommt auch schon direkt der Lieblingsgegner von vielen, Hilderberg. Hilderberg ist ein wirklich frecher Boss, weil da braucht man Ewigkeiten. Wir haben noch nicht die Bombe und dementsprechend müssen wir einfach ganz nah an der Süßen dranbleiben. Oh shit, hier gibt's einen coolen Trick und den Trick habe ich verkackt. Sie geht zurück. Und jetzt schieße ich im richtigen Augenblick und habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, damit haben wir ultimativ viel Damage gemacht und dementsprechend einiges an Zeit gespart. Yes! Seht ihr, wie schnell man diese Phase skippen kann? Das ist so unglaublich, was es alles in diesem Game zu entdecken gibt mit ganzen Tricks. Come on, come on. Yes, we have it. Aber das war bei weitem kein Rekordkurs, nein. 31 Sekunden länger als der Weltrekordhalter. Uff. Freunde, sagt mal, welcher ist eigentlich euer Lieblingsboss? Kommentiert es jetzt. Und habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Den Boss kann man in 25 Sekunden prinzipiell hops nehmen. Mal schauen, wie lange oder wie schnell ich es hinbekommen werde, wie lange wir brauchen werden. Keine Ahnung. Hier muss man zwischendrin immer fleißig springen und aufpassen, dass einen diese kleinen Pflanzen nicht hops nehmen. Ansonsten müsste man soweit eigentlich ganz gut zurechtkommen. Okay, ein Damage kassiert, ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde sterben. Jupp, da bin ich gestorben. Okay, come on, baby, come on. Da fehlt nicht mehr viel, da fehlt nicht mehr viel. Yes, we have it. Bevor die erste Polle uns zugeschossen worden ist. Ah, oh, aber 8 Sekunden nur hinterm Weltrekordhalter. Alter, super strong. Und so schnell kann es in die zweite Welt gehen. Yay. Gegen Barbaressa, ach, keine Ahnung, wie die heißt. Baroness von Barbarossa oder wie die Süße auch immer heißen mag. Ich bin gespannt. Das habe ich schon verkackt. Ein beschissenerer Miniboss kann zum Anfang nicht kommen, gefühlt, weil man hier sehr, sehr schwierig ausweichen kann. Ich benutze, by the way, für die ganze Challenge genau diese Waffenkombination, weil die meiner Meinung nach am klügsten ist. Die benutzt auch jeder Speedrunner und mit der geht's am schnellsten. Mal schauen, wie schnell wir den Automaten besiegen können. Das dürfte auch nicht lange dauern. Yes, sir. So, schnell die Olle hier erledigen, bevor die den Kopf verliert. Okay, die hat schon einen Kopflose. Yes, we have it, okay. Ja, 18 Sekunden hinterm Weltrekord, 33 Sekunden. Wie ist das in 33 Sekunden möglich? Alter, was? Kuckuck!
Laut Livestream einer der meistgehassten Gegner überhaupt und ich kann auf jeden Fall auch verstehen, warum. Es ist, ja, auf Dauer ganz schön schwierig beziehungsweise auch anstrengend mit diesem wunderbaren Vogel hier. Vor allem irgendwie an seine Fresse ranzukommen, ohne von einem Kackei getroffen zu werden. Come on. Ah, okay, da habe ich noch ein Leben. Mal schauen, wie weit ich mit einem Leben komme. Nicht weit. Also habe ich einen absoluten Fokusmodus hineingebracht. Der Rekord für den Vogel liegt bei unglaublichen 37 Sekunden. Wie genau das möglich ist, kann ich euch nicht sagen. Vor allem bei dieser Eierstelle struggle ich halt jedes Mal. Das ist so übel schwierig, hier durchfliegen zu können. Digga, keine Ahnung, wie man diesen Boss hier schnell besiegt. Ich kann es halt for real nicht sagen, Mann. Vor allem, ich kassiere hier am Ende immer so böse viel Damage. Das Einzige, ja, was wir machen können, ist, wenn das Herz rauskommt. Also, wie man hier die 37 Sekunden effektiv hinbekommt, Alter, gar keine Ahnung. Der Genie, einer der geilsten Gegner hier im gesamten Game, Kappa. So, die erste Phase erfolgreich soweit durchgestemmt, ein Leben verloren. Das hier wollte ich euch unbedingt zeigen, weil ich glaube, ich habe noch nie so schnell diese Phase hinbekommen. Wenn man vor den Augen bleibt, geht's ganz schön schnell. So, die nächste Phase geskippt, das ging ultra schnell. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten. Alter, das ist wirklich ekelhaft. Das ist sehr, sehr ekelhaft mit Pinocchio. Vor allem, wenn gleich alle anfangen zu schießen. Oh, ein Leben, ich liebe mein Leben. Ein paar Sekunden später. Yes, Sir! Alter Vater, ist das ein nerviger Boss. Junge, 40 Sekunden über den Rekord. Das ist so ein Witz mit den Glitchen in diesem Game. 1:31 für den Genie. Wie lange wir wohl für den Killer-Clown brauchen werden. Dieser Boss wurde einfach für Menschen mit einer Clownsphobie gemacht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt und ich liebe es, ey. Ich liebe diesen... Ich weiß nicht, warum ich diesen Psycho-Clown liebe, aber ich habe ihn irgendwann in mein Herz eingeschlossen wie die Aorta. Ui! Und seitdem ist es a better love story than Twilight, Freunde. Und das ist auch richtig und wichtig, das zu verstehen. Habt ihr das gesehen? War das gerade beeindruckend? Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Scheibenkleister. Am Ende habe ich so ein bisschen Angst vor den Baseballspielern, weil die nehme ich immer gerne hops. Ja, yeah, komm schon. Einmal rüber swipen, rüber. Kommen! Ah, da kann nicht mehr viel fehlen, Junge! Hallo! Alter, ich wollte gerade sagen, ich habe schon den übelsten Fingerkrampf bekommen. 35 Sekunden über den Rekord. Grim Matchstick hat einen geilen Schweif. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich euch die Bestzeit des Drachen eigentlich gar nicht vorstellen, weil die ist halt echt. Also die Bestzeit des Drachen ist mehr als lächerlich. Die beträgt, die ist halt bei, ich kann nicht mehr reden, bei 31 freaking Sekunden. Bei 31 Sekunden, weil der Rekordhalter so schnell ist, dass er den Drachen bei der Phase hier, ja, guck mal, ich habe ihn auch voll schnell besiegt. Yes, Alter, es ging ja übel schnell in die nächste Phase rüber. Und ab jetzt wird speedtechnisch, glaube ich, ein... Ja, das ist ein Witz. Ab jetzt wird Speed rausgenommen, weil ich nicht weiß, wie ich den hier so schnell besiegen soll, ohne Damage zu kassieren. Genau das meine ich. Yes, Sir! Okay, hey. Ja, 1:07 again. Das ist stark, ey. Mit 1:07 bin ich voll zufrieden. Man darf zwar keine Bienen mehr töten, Cubbit macht aber die Ausnahme. Ja, man kann sagen, es sind eigentlich mehrere Gegner, wenn man das einfach mal genau nimmt, danke. Wenn man schnell genug angreift, beziehungsweise generell einfach schnell genug ist bei dem Boss, kann man einige Phasen skippen, wie zum Beispiel die letzte. Was? Ja, schon ganz... Ja, wunderbar. Nützliches. Seht ihr, wir haben jetzt nur einen Boss besiegt und haben echt sehr schnell reingehauen. Oh, komm schon! Aber es hat nicht gereicht von der Zeit her. Yes! Wir waren sehr, sehr schnell, aber ich habe keine einzelne Karte benutzt. Also die Biene kann man prinzipiell auch in 30 Sekunden hops nehmen, aber unter 1 Minute, ganz ehrlich, beschweren kann man sich eher weniger. Beschweren kann man sich dann normalerweise eher weniger. Wie erfolgreich werden wir wohl bei Dr. Karls Robot sein? Einer der frechsten Glitches überhaupt bei diesem Boss, denn wenn man diesen Boss richtig besiegt, kann man Dr. Karls Robot in 14 Sekunden schaffen. Tatsächlich geht das in 14 Sekunden, aber das ist halt echt, das ist Endlevel. Absolutes Endlevel bei diesem wunderbaren Boss, aber wir haben auch hier, kommen wir relativ gut voran und müssten eigentlich das Herz richtig schnell hops nehmen können. So, what a wang. Schön! Guck mal, wie schnell man in die nächste Phase kommt, wenn man es wirklich drauf anlegt. Leider haben wir jetzt keine Super-Attack, aber kein Problem. Trotzdem sind wir echt schnell vorangekommen. Aber jetzt mache ich mir so ein paar Sorgen, weil ich nicht weiß, wie man hier schnell rankommt. Also hier gibt es leider keinen Super-Waffen-Switch-Glitch. Man muss einfach sehr schnell durch die einzelnen Diamanten durchfliegen. Yes! Alter, bam!
eine Minute 10 bin ich voll zufrieden dafür, dass es einer der schwierigsten Bosse im Game sein soll. Hast du auch schon so viel Bock wie ich auf den nächsten Theaterbesuch? Sally Stageplay, die Süße, wartet schon auf uns. Die süße T'Challa auf diesem Planeten, die uns ein Kind schenken möchte oder es immer wieder probiert, habe ich zumindest so ein Gefühl. Aber ich kann es ja auch nicht verübeln. So schnell kann man bei The Rain in die nächste Phase kommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden gerade vergangen sind. Aber auch der Boss sollte eigentlich nur Problemo werden. Yep. Lightning. Ah, geh weg mit deinen Kackblitzen. Ist mir egal, ob wir einmal Damage kassiert haben. Ja! Boah, hier ranzukommen ist immer der größte Kampf. Der Regenschirm ist halt ultra nervig. Kann mal jemand diesen Schirm wegpacken? Was für ein Zuschauer hat den da draufgeschmissen? Aber 28 Sekunden über den Rekord. Ist in Ordnung. Bisher geht's wirklich gut voran und wir sind bei jedem Boss circa bei einer Minute. Neben dem Gemüse eine der einfachsten Bosse im gesamten Game. Man muss nur mit der Switch-Attacke arbeiten und schaut euch mal an, wie schnell wir diese Phase geskippt haben. Also, come on, das waren 3-4 Attacken. Danach geht's ja schon rüber zur Katze und ja. Jupp. 18 Sekunden über den Rekord. Beim nächsten Boss hatte ich wirklich eine wunderbare Laune. Die Kanone hat mich ziemlich abgefuckt, weil ich nicht in der Lage war, vor ihm stehen zu bleiben, um ihm genug Damage zu geben. Man hat's gesehen, man muss die ganze Zeit vor ihm bleiben und so lange wie möglich versuchen drauf zu schießen. Vor allem am Ende mit dem Fass und dieser Phase ist es echt kritisch, aber wir haben es geschafft. Yes! Alter Junge, war eine längere Geburt als gedacht. Boah, Mann! Das ist halt echt cringe. 1 Minute 18 für den? Junge, ich glaube, für Carl Roberts habe ich nicht mal so lange gebraucht. Also, keine Zeit verlieren, Freunde, und auf geht's zur süßesten Chaya im gesamten Game. Also, bei der ist es bei mir echt tagesformabhängig, wie schnell man sie besiegt. Was ich ganz lange Zeit nicht gecheckt habe, ist, dass man nur ihren blöden Quadratschädel schießen muss. Der Körper zählt nicht. Das ist mir leider irgendwann viel zu spät aufgefallen. Und wham, wir donnern hier eins rein. Immer sehr nah ans Gesicht ran. Vorsicht vor der Schildkröte ist echt nervig. Vor allem, wir haben die Schildkröte einfach geskippt, weil wir viel zu schnell gewesen sind. I love it, wenn wir irgendwelche Phasen skippen. Yes! So, die letzte Phase. Wir haben erstmal den Totenkopf mitgenommen, werden jetzt versteinert. Okay, jetzt muss ich aber echt aufpassen. So viele Chancen habe ich nicht mehr und ich will es unbedingt First Try schaffen. Mehr oder weniger First Try. Ja! Boah, ich habe echt einen Krampf im Arm. Oh mein Gott. 1 Minute 10, wir haben für den Wassergeil gerade länger gebraucht. Der Boss ist der absolute Killer, was diese Zeit-Challenge angeht, denn man braucht wirklich extrem viel Zeit hierfür. Unter anderem ist das ganz große Problem die Kürbisse mit den Backsteinen, die sie immer wieder runterwerfen. Aber vor allem auch die letzte Phase, wo man irgendwie an das Herz rankommen muss, absoluter Tod. Ja, Alter, gerade Damage kassiert, aber bam, Junge, bam! 1 Minute 49, ich bin fast 1 Minute über den Rekord. Aber ey, das ist einer der Also, ich habe schon gesagt, also, das wird mit King Dice der Boss sein, wo ich am längsten brauche. Tatsächlich hat sich King Dice als schwieriger erwiesen, als ich dachte. Das lag aber nicht an den Bossen, sondern dass ich immer eine falsche Zahl gewürfelt habe. Wenn alles glatt läuft, muss man nur maximal gegen 3 Gegner kämpfen, aber das ist mir andauernd passiert. Dementsprechend zeige ich euch aus der Erzählerperspektive, wie genau ich das Ganze angegangen bin. Zuallererst waren wir bei dem Pokerboss, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist es der zweite oder dritte? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall bei dem Pokerboss. Den haben wir nach 30 Sekunden besiegt, was natürlich eine angenehme Zeit ist erstmal. Danach konnten wir uns mit einer 2 saven und beim nächsten Würfeln sind wir zum 6. Boss gekommen. Das ist dieses Pferdgeist-Dingen, was auch immer. Nach 1 Minute 26 waren wir damit auch fertig, konnten dementsprechend erfolgreich in den 8. Boss hinein, was hier diese, ja, Billardkugel ist. Danach hieß es einfach nur noch das richtige Ergebnis würfeln. Mindestens eine 2 oder eine 3, die gewürfelt werden muss. Und bam, eine 3! So, let's go! Come on, 6 Leben. Das müsste eigentlich 3-mal reichen, um King Dice zu besiegen. So. Wie schnell kann man King Dice in der letzten Phase besiegen? Bam! Alter, es hat Ewigkeiten gedauert, nur weil ich jedes Mal dieses Kacklevel neu starten musste, weil ich immer wieder zu viel gewürfelt habe und dementsprechend zu viele Bosse. 2 Minuten 27, ich bin ein freaking Gott, Alter. Bam!
Nach einigen Versuchen kam ich dann auch endlich beim Devil an. Ich habe beim Devil wirklich, ich weiß nicht, denk mal 20, 30 Versuche gebraucht, bis ich endlich diesen einen Lauf bzw. Try hatte. Meiner Meinung nach hängt es auch wirklich viel mit Glück zusammen, welche Attacke der Devil gegen einen macht. Also der Devil hat ja wirklich die verschiedensten Attacken. Vor allem in der Legacy-Version, wie wir gerade gesehen haben, ist es halt echt einfach, sich zu ducken, sobald er mit seinen Stampfern ankommt. Vor allem diese Attacke hier mit den Bällen, die durch das Zimmer fliegen, durch den Raum fliegen, was auch immer, ist recht easy auszuweichen. Alles andere mit den Flammen wird wiederum sehr, sehr schwierig werden. Nach 30 Sekunden haben wir also die erste Phase, ja, erfolgreich absolviert und ab jetzt ist es irgendwann Selbstläufer. Wovor ich noch sehr viel Respekt habe an der Stelle, ist die Axt, die jetzt in diesem Augenblick vom Devil kommt, weil die ist sehr, sehr unberechenbar und da verliere ich auch sehr gerne ein Leben. Ansonsten ist die Bombe relativ leicht zu parieren, man hat aber nicht viel Zeit. Man muss wirklich sehr, sehr schnell agieren, wenn man diese Bombe, ja, parieren möchte. Und ab dem Zeitpunkt hier haben wir kein einziges Leben verloren, nach einer Minute beim Devil. Und man sieht hier ein Leben gerade verloren, aber langsam aber sicher. Come on, come on! Komm schon, schneller, 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 ja! Also unter anderthalb Minuten müsste eigentlich drin gewesen sein, aber dennoch zieht sich das, obwohl, das ist so erstaunlich, dass beim Devil die erste Phase am längsten dauert. WTF? Ja, 1:12, Junge, WTF, ist das geil, geil! Alter, war das intensiv, aber du hast dich schon immer mal gefragt, ob man Cuphead auch mit Kaizo verbinden kann? Tatsächlich ja, ich habe auch schon mal ein Video zu Kaizo Cuphead gemacht. Schau dir das Video doch sehr gerne an und wenn dir der Part gefallen hat, skipp doch mal die Playlist durch und viel Spaß beim Anschauen!